Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem Video von Software.Sohn. Und auch wenn wir die 05er-Gurus sind, haben wir ja in letzter Zeit häufiger auch schon mal Videos gebracht von Backup-Pistolen, die wir besitzen und so weiter. Oder auch anderen Sachen. Und ihr seht schon an den Pistolen, Koffern oder Sachen hinter mir hier. Also auch Backup-Bereich kommt einiges zusammen. Gerade wenn man mit der Branche zu tun hat, oder da wird man zwangsläufig, glaube ich, ein bisschen Sammler. Und ich glaube, so Bruce zum Beispiel da draußen, schönen Gruß, der kann das gut nachvollziehen. Und aus dem Grund habe ich gedacht, ich zeige euch halt einfach mal wieder eine Backup-Pistole. Die ist schon fast zu schade zum Spielen hier, aber ich finde die echt super gemacht. Verzeiht mir, wenn ich vielleicht nicht alles richtig sage. Wie gesagt, wir sind mehr auf 05er spezialisiert, aber ich denke, ich kann euch die hier mal ganz gut nahebringen. Wie gesagt, wir haben ja auch in der Vergangenheit einiges an Videos gezeigt, welche Backups spielen wir selber, welche spielen die bei uns im Team, und einfach um mal vielen da draußen, die interessiert sind, mal zu zeigen, was gibt es denn da so. Gerade Anfänger fragen ja auch oft. So, schlichter Karton, schön weiß mit einem großen S drauf. Ganz simpel gelöst, steht das S steht für SAI, Salient Arms International. So, Salient Arms International ist ein Waffenproduzent oder Waffenveredler, wie man es nimmt, aus Las Vegas in Amerika. Das heißt, die haben in der Vergangenheit Sachen selber konzipiert oder auch bestehende Waffen verbessert, nochmal irgendwie anders umdesignt. Man kann bei den Sonderanfertigungen, denke ich, von den einen oder anderen Sachen bestellen. Also im Prinzip waren die mehr der Veredler, haben aber auch jetzt in der Vergangenheit eigene Waffenserien aufgelegt. Unter anderem die Serie Blue. Wir haben hier die Blue Compact, und die wird von EGM präsentiert. Die haben einen Deal mit SAI, sodass sie die Sachen zeigen können. Die Blue Compact oder die Blue Serie, die Salient Arms Blue, wurde entwickelt, um erstmal auf den eigenen Fertigungsmaschinen was zu produzieren in Las Vegas und eben um in ihren Augen nochmal eine Perfektion reinzubringen. Und da liegt bei denen der Schwerpunkt drauf, also Sachen nochmal zu perfektionieren. So, und wir haben hier eine Kopie, die aus der, ich sag mal, die Führigkeit einer M&P, das ist ja in Amerika eine unheimlich beliebte Waffe, auch bei den Behörden, und der Funktionalität und Einfachheit einer Glock. So, das ist eigentlich hier so ein Mittelding aus einer M&P und einer Glock. So, aber jetzt mal genug gequasselt, ich zeige es euch einfach mal. So, wir haben hier auch hier im Inneren ganz schlicht Salient Arms International, und wir haben hier hinten drauf einen QR-Code, da könnt ihr euch dann quasi die Instruktionen anschauen oder auch die Registrierung machen. Und wir haben hier das Modell selber. Wir haben hier die Kompaktvariante, es gibt auch noch eine Standardvariante, und ihr seht schon, ganz schlicht verpackt, sehr schön gemacht. Ich hole das einfach mal raus hier und auch das Magazin, dann kann ich die Karton mal auf Seite stellen. So. Die Blue Compact ist von den Abmessungen her ähnlich wie eine Glock 19. Die Idee dahinter war auch, eine führige, leichte, kompakte Waffe zu haben. Wir haben hier vorne eine Schalldämpferaufnahme dran. Wir haben einen CNC-gefrästen Aluminiumschlitten hier oben mit Cut-Offs. Ein bisschen aggressiv gelöst. Wir haben hier überall raue Flächen. Das heißt, ich kann hier wirklich, ich sag mal, sehr leicht das Ganze spannen. Wir haben hier oben das klassische Wegtauchen des Patronenauswurfs, wenn ich den Schlitten zurückziehe. Wir haben hier beim Rear Sign, das ist zum Beispiel dafür gedacht, ich kann hier auch zum Beispiel an meinem Gürtel vorbei oder an der Hosentasche vorbei, kann ich die spannen. Entspannen Sie jetzt gerade nochmal. So, also die ist wirklich super gelöst. Wir haben hier hinten diesen Schwalbenschwanz hinten am Griff. Das heißt, der schützt jetzt hier vor dem Zurückgleiten meines Schlittens, schützt der hier oben die Handfläche. Wir haben ein sehr kantiges Design, was hier den Trigger Guard angeht. Der ist auch aus Polymer gefertigt. Wir haben einen Abzug. Ich spann nochmal gerade, man sieht das hier sehr schön. Mit einer Fallsicherung, das heißt, wenn ich hier außen drücke, passiert gar nichts, auf beiden Seiten nicht. Ich muss hier in der Mitte die Sicherung, also quasi den Abzug mit betätigen, und erst dann schlägt sie ab. Wir haben einen super gestiffelten Grip, auch hier hinten nochmal aufgeraut. Das Teil hier hinten liegt auch sehr gut hier in der Hand. Wir haben hier unten ein Magwell, also im Prinzip
gleitet das Magazin dadurch hier unten treffsicherer hinein. Wir haben hier vorne eine kleine taktische 21 mm Rail, wo ich nochmal Zubehör, in Deutschland bitte die Gesetzgebung beachten, Lampen und ähnliche Geschichten, die Ziele beleuchten, sind nicht erlaubt, aber dafür wäre es im Ausland quasi gedacht. Wir haben hier oben, hier seitlich, Salient Arms, die Markings, die haben wir auch hier auf der Seite, Salient Arms International. Wir haben hier oben das S drin, super eingeprägt, also richtig in das Metall gestanzt. Sie haben ja ein richtig echtes Waffenmaterial, auch eine super Beschichtung, ist jetzt, ich glaube kein Karakote, aber es ist schon eine sehr, sehr gute Beschichtung. Überall treffen wir auf die Markings, wir haben überall hier griffige Flächen eingearbeitet. Also ist wirklich ein Top-Modell. Ich finde die wunderschön gemacht. Ich finde die wirklich auch noch einen Ticken schicker als die Glock 19 zum Beispiel, die ja, ich sag mal, natürlich sehr schnörkellos ist. Ist ja Glock. Ne? Ich mache jetzt hier mal das Magazin rein. Magazin ist leer, deswegen brauche ich keine Schutzbrille. Ne? Hier oben kann man nochmal sehen, in Rot, hier ist die Nozzle drin. Patronenfenster ist weggetaucht. Man sieht das hier, dann geht leicht der Lauf nach oben. Ich kann die hier auslösen. So, auch hier hinten ähnlich der verdeckte Hammer, wie auch bei der Glock, das heißt innenliegend. Und jetzt? Also ein echt knackiger Rückstoß. Das ist hier mit Green Gas. Also wirklich super gemacht. Und das Coole ist, wenn ich schon Glock-Modelle besitze, oder zum Beispiel auch die ICS von, also dieses Sportglock-Modell, die ESSC, dann kann ich die auch, 22, die kann ich hier zum Beispiel auch die Magazine reinnehmen. Also das ist jetzt ein Original VFC Glock 19 Magazin. Also ohne Probleme. Ich habe das von der ICS 22 auch probiert. Funktioniert einwandfrei, auch das geht hier rein. Auch ich, Glock 17, ich habe leider nur ein CO2, aber soweit ich weiß, geht auch das Glock 17 Magazin, das Gas, weil das guckt zwar hier unten dann ein Stück raus, aber ist dann quasi wie so ein High-Cap Magazin, sage ich jetzt mal. Also nochmal, in meinen Augen eine wunderschöne Waffe, nicht günstig, weiß ich, aber wirklich ein Hingucker. Sieht man nicht so oft auf dem Spielfeld. Das Einzige, was ein bisschen Wermutstropfen ist, man hat hier für die schnelle Bedienung einen rausstehenden Magazinknopf, Auswurfknopf. Und der ist zu leicht. Also wenn, ich glaube, das hatte Bruce, der hat die auch schon mal vorgestellt, auch schon mal gesagt, wenn die hier rausfällt, die ist einfach locker. Das heißt, die kann einem leicht rausfallen. Deswegen sage ich, ist vielleicht eher eine Sammlergeschichte, als jetzt fürs Spielfeld, sage ich mal. Ja, vielleicht noch kurz zu den technischen Daten. 220 mm ist er lang im Ganzen, also kompakt. Und sie wiegt 835 Gramm. Wir haben hier unten eine Sicherung. Hier, die kann ich verschieben, dann ist die Waffe gesichert. Das Einzige, was hier, also man hat kaum was, nur hier oben nach wenigen Schuss, wie bei vielen Modellen, schleift sich so ein bisschen die Beschichtung hier oben vom Patronenauswurffenster ab. Ansonsten finde ich die, ne, die geht auch hier super leicht. Also ist wirklich von EGM super gemacht und die Salient Arms ist auch richtig gut getroffen. Hier vorne kann ich den abschrauben. Dann habe ich hier ein Gewinde drin. Also im Prinzip für ein Innengewinde. Also das ist wirklich, dann kann ich einen Silencer drauf machen oder einen Tracer drauf machen. Das ist echt ein richtig schönes Ding. Also mir gefällt die gut. Guckt es euch einfach mal an. Also wie gesagt, Salient Arms Blue Kompakt oder Salient Arms Blue, die Standardgröße, wie gesagt, für mich ein echter Tipp. In dem Sinne, bis zur nächsten Backup-Vorstellung.